Wie soll ich? Weil so ist auch blöd, wenn ich die. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen aus dem Questclub. Die Dani ist da. Natürlich. 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 Wir freuen uns, oder? Ja, ich bin noch. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich erinnere mich ans letzte Mal. Es war anstrengend. In erster Linie freuen wir uns auch, dass ihr tatsächlich Feedback gegeben habt und dass euch das Format ganz gut getaugt hat, was wir so gehört haben. Deswegen dachten wir uns, wir machen es einfach nochmal. Selbstverständlich mit anderen Übungen. Also wir variieren ein bisschen. Der Ablauf bleibt der gleiche, also Übungscharakter, aber wir hüpfen anders. Machen wir so. Ihr braucht auch wie immer gar keinen Step. Genau. Seht es? Es geht alles wunderbar ohne. Und ich glaube, zum Teil ist es sogar härter, es ist, wenn man runter muss im Burpee oder so. Ja, es ist durchaus auch sehr anspruchsvoll ohne Step. Und wie gesagt, es gilt immer, ihr müsst gar nichts. Wir zeigen immer Optionen nach oben und nach unten. Und vielleicht auch noch eine ganz coole Info für euch. Wir machen im Prinzip nichts auf Musik, die läuft durch. Und ihr geht in eurem Tempo, so dass ihr es gut schafft, dass ihr gut durchhalten könnt, dass ihr sauber in der Technik seid, so arbeitet ihr. Und dass ihr aber trotzdem so ein bisschen an euer Limit gehen könnt. Das wäre cool, ja, wenn wir das hinkriegen. Halbe Stunde ist der Plan, dass wir es ein bisschen hüpfen. Und dann habe ich gehört, gibt es heute was für einen Bauch? Oh, Viertelstunde noch ein bisschen Rumpf und Bauch. Rumpf und Bauch. Mach mal muss warm. Dabei sein. That's ready to go. Kommt aufs Step, wenn ihr eins habt. Ganz easy. Macht den Bauch fest, roll die Schultern, bring dich in Position. Wir starten einfach mit einem Tap zur Seite und zur Seite. Du entscheidest, wie schnell du gehst. Du kannst das Ganze tiefer machen. Dann ist es ein kleiner Drop Squat. Beug deine Knie. Halt den Oberkörper aufrecht. Sink tief. Und den können wir variieren in kleine Jumps. Hop, down, up, down. Wenn du noch nicht bereit bist zum Springen, bleib in dem Move, bleib im Tap, bleib im Squat. Aber bring den Puls jetzt langsam so ein bisschen hoch. Wir machen noch vier von denen. 3, 2, dann halte hier. Straddle down. Erstmal langsam. Runter, runter, rauf. Etwas schneller. Down, down, up, up. Und wenn ihr im Groove seid, dann könnt ihr den irgendwann auch joggen. Machen wir jetzt aufs andere Bein. Down, up, erst low, dann ein bisschen mehr. Jog it. Down, up, down. Sehr gut. 4, 3, 2. Stopp auf dem Step, komm zur Seite. Dreh dich jetzt seitlich, wenn du keinen Step hast. Bleib einfach stehen und marschier vor und zurück. Basic. Und dann Jog hoch und tief. Mach dich fest hier. Richtig aus. Und genieß es, dass du jetzt ein bisschen Bewegung hast. Gib mir 4 mehr. 3, 2. Oben halten. Back lunge. Back and down. Hinteres Knie geht Richtung Boden. Vorderes Knie bleibt über dem Fußgelenk. Und du machst den Schritt richtig lang und richtig tief. Da kriegt die Beine warm. Wir bleiben in dem Tempo. Wir bleiben in dem Lunge. Dreh einfach noch mal ein bisschen auf. Komm nach unten. Beug jetzt deine Beine in den Squat. Hände weit. March back, back, in. Hände auf die Oberschenkel. Und komm wieder hoch. Ein Squat. Ein Plank, ein Squat und stehen. Einmal noch langsam. Setup für den Burpee. Schau vor dir über Step. Und dann machen wir das Ganze schneller mit einem Hop. Down, back, in und stehen. Back, in und stehen. Probier mal an der Seite raufzudrehen. Jetzt da. 2 mehr.
stoppt hier. Komm mal hoch. Erster Move. Tap im Wechsel. Tap im Wechsel. Sink tiefer. Tiefer. Wird uns warm, Dani? Wird langsam gut, ja. Achtung. Drop Squats. Hin und her. Hin und her. Noch ein Move. Bis zum Schluss. Kurzes, knackiges Warm-up. Und dann sind wir bald bereit für alles, was kommt, hoffe ich. 4, 3, 2, stoppt hier. Schüttelt aus. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Pyramide. Wir bauen die auf, starten mit einer Übung, gehen rauf bis auf 4 und dann wieder runter. Eine Übung, 30 Sekunden lang. Dein Tempo, deine Option. Erster Move ist immer ein Power-Move zum Aufladen der Muskulatur. Dachte ich schon, du ziehst dich hier aus. Nein. Das um diese Uhrzeit. Zweiter Move, ein Speed-Move. Das heißt, zuerst laden wir die Muskeln auf mit Tiefe und langsameren Bewegungen, statischeren Bewegungen. Dann entladen wir sie mit einem schnellen Move. Sind wir ready? 30 Sekunden, ich zeige euch, ein Skater, entweder über Step oder wenn du dir unsicher bist, komm hinter dein Step, dann hast du kein Hindernis zwischen den beiden. Sollen wir gehen? 30 Sekunden von hier, hopp, hopp, halbe Minute läuft, geh, geh, drück dich hoch, lande tief, das was du mit deinen Armen machst, ist letztlich egal, ja? Arbeite hier, treib den Puls hoch, lad die Beine auf, lande immer auf dem Standbein, ganzer Fuß, spann den Bauch an und zieh die Schultern weg von den Ohren. Ihr habt fast das erste Set geschafft. 5 Sekunden, dann erholen wir das erste Mal. Stoppt hier. Ihr habt 20 Sekunden Pause zwischen den Sets. Es ist jetzt viel. Es wird aber immer weniger, weil die Sets immer länger werden. Move Nummer 2. Speed Taps im Wechsel. Wir starten wieder mit dem Skater. Danach die Speed Taps. Atme durch. Und wir gehen in 3, 2, 1. Skate. Hopp, hopp. Viel, viel metrische Energie, wenn du dich hochdrückst und soft landest. Wenn du dir die Kraft einteilst, komm hinter dein Step, Step Touch. Es geht alles. Ja? Dein Workout, dein Weg. In 5 Sekunden Speed Taps. Switch jetzt. Hopp, hopp, hopp. Arme ran. Wenn dich der verwirrt, lass die Arme einfach locker hängen. Die sind zweitrangig jetzt. Bring die Zehen auf Step. Beug deine Knie. Und der Gegenmove, wenn du eine Pause brauchst, ist der Down Tap. Ja? Komm, komm, komm. Das sieht auch fantastisch aus, was du hier machst. Wir haben es gleich. 5, 4, 3, 2, 1, erholt euch. 20 Sekunden Zeit, dann haben wir 3 an der Zahl. Move Nummer 3. Jump on off. Das ist ohne Step wahrscheinlich ein bisschen unangenehm. Du kannst Squat Jumps machen zum Beispiel. Oder Squat Pulses. Skater, Speed Tap, Jump on and off. Wie lange haben wir noch? 3, 2, 1, we skate. Go. Erinner dich. Geh für Höhe und für Tiefe. Sink in dein Standbein. Du kannst schneller skaten, dann geht dein Puls schneller hoch. Du kannst tiefer landen, dann geht es dir mehr ins Standbein. Zieh die Beine hoch und komm über Step drüber. 10 Sekunden auf der Uhr. Wenn die 10 Sekunden vorbei sind, schnelle Füße, quick, quick. Speed Tap in here. Komm. Richtig aus. Tap mit den Zehen. Löse die Fersen. Let's run it, run it. Und die Belastung wird länger und mehr. Denk an deine Option. Down Tap.
Das Ziel vom Set ist dein Ziel. 10 Sekunden. Jump on and off kommt. Ready to rock. Up here. Down, up. Down, up. Ihr könnt auch schnell gehen. Ihr könnt moderat gehen. Wichtig ist mir, beug deine Knie, ganzer Fuß in den Boden, Knie und Zehen leicht nach außen und dann bring die Fersen zusammen, jedes Mal, wenn du zusammen gehst. 10 Sekunden laufen, eure Pause kommt. 3, 2, 1, hold. Damen, gut. Härtester Block steht bevor. 4, all in one, danach wird es wieder leichter. Der vierte Move. Run. Komm ich selber mit Straucheln? Im Wechsel. Das geht super am Boden. Run, run, hold, run, run, hold. Ihr seht es. Und wie gut es geht. 5 Sekunden. Skater. And we go. 4, 3, 2, 1. Haben wir ein bisschen extra Pause? Nur für euch. Komm, verabschiede dich von dem Move. Letztes Mal, lass ihn rocken. Let's drop it and push it. Jump, go, go, go. Geht für Länge, für Höhe, für Tiefe. 10 Sekunden. Speed taps on the beat. Go, hop, hop. Nochmal 30 Sekunden. Dann ist die erste Minute vorbei. Dann habt ihr noch eine Minute. Tick-Tack auf der Uhr. Denk an deinen Down-Tap. Hol Luft, wenn es nicht mehr geht. Kreier dir dein Workout. So, dass es dir gut geht. Squat-Jumps. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. I'm rocking. Beug die Knie. Füße eng. Zusammen, nach außen. Zusammen, nach außen. Squat Pulse. Jederzeit. Was machst du nicht? Vorschnell aufhören. Du beugst deine Beine. Du bringst diesen Move zu Ende. 10 Sekunden, komm. Go. 5, 4, 3, run over. Hop, run, run, hold. Da, da, da. Wenn ihr drin seid, variier dein Tempo. Härteste Runde. Running arms. Switch, switch. Wie schnell kannst du werden? Sehr schnell. Ich kenne euch. Ihr geht durch die Decke. 10 seconds on the clock. Woo! Macht bei ihr weiter. Go. 3, 2, 1. Hold. Schnauf durch. Wir haben 4. 3. Speed taps. Jump squat. Run. On and on. Speed tap. Go. Wird euch warm. Wird euch heiß. Let's get it on. Oh, oh. Erinnere dich an die Bauchspannung, an die stolze Haltung. Auch zu Hause, you are just like a rockstar. In 5 Sekunden, squat jump. Let's go. Out, in, out, in. Versuch's durchzuhalten. Komm, wie viele Wiederholungen schaffst du? Sind tief. Drop low, low, low. Richtig aus. Mach dich fest. Fühl den Beat. Here we go. Tick-Tack. 10 Sekunden. Komm. 3, 2, 1. Speed run. Hold, hold. Zieh das Knie hoch. Und dann lauf. Du kannst auch am Platz joggen. Du kannst auch auf dem Step joggen. Du kannst marschieren. Keep going. Do your thing. Do it. Just like
like rockstars. 5, 4, 3, 2, hold. Gut, dass es kürzer wird. Eine Minute Arbeit. Jump on and off. Danach sagen wir goodbye, jump on and off. Nur die zwei. Huh? Gut, das aus. Schwitze schon. Ein kleines bisschen. Jump on and off in 3 Sekunden. 3, 2, 1 and go. Das Ziel ist, dass du ins Ziel kommst. Ja, dass du glücklich bist am Ende der Runde, dass du es geschafft hast. Komm, 30 Sekunden sind lang. Life goes on and on. Bleib mal straddle. Nicht stehen bleiben. Do your thing. 4 Sekunden. Speed run. Komm an die Seite und geh. Geh. Hop, hop. Let me see you run it. Das ist fies, oder? Ja, ist eigentlich. Oh! Spannendes gerade, gell? Burn it! Schick ich nicht. Na komm! Na komm! Nicht aufhören. Komm, mach weiter. 10 Sekunden. Lauf, lauf, lauf. Schneller. 5, 4, 3, 2, 1. Hold. Eine Runde. Ich dachte am Anfang, so oft geht ja. Jetzt denke ich mir. Sweat everybody. 5 Sekunden nur der Speed. Komm am besten an die Seite. Und dann lauf los. Hop, hop. Ja. Kriegst du ein bisschen Takt rein. Vielleicht ist es der Rhythmus, der dich einholt. Aber wir hören nicht auf. Life goes on and on. Zieh durch mit uns. Go! Zieh! Gleich vorbei! Pause kommt, dann könnt ihr was trinken. 3, 2, 1, hold. Trink was, schnauf durch. Ja, ich bin gefordert, auch ohne Step. Wollte ich schon sagen. Das wollte ich hören. Wir machen. Put your hands up. Tabata. Wir lieben es, oder? 30 Sekunden, weil ich gehört habe, die 20 Sekunden waren ein bisschen zu kurz, um reinzukommen. Wer hat das Grüße gesagt? Gehen raus an die Steffi. Schauen wir mal, wie es uns heute geht. Hey, wir haben den U-Jump und den Mountain Climber. Wir machen aber jede Übung nur dreimal, weil wir ja länger arbeiten. Komm nach hinten, dir war's wurscht, gell? Ja, die würde auch 10 Runden machen. Nein! Das geht aber hier nicht. Sag mal, 30 ab jetzt. Komm. I wanna see you shake your booty! Lande auf dem Standbein. Krieg ein Gefühl für die Bewegung. Es ist das innere Bein, was arbeitet. Und der Buchstabe? So, denkt euch. Gell? Um euer Step rum, lande im Standbein. Komm. Oh. Ich glaube, 20 wären jetzt vorbei. Ihr habt noch 10. Einfach 5. Super. 2, 1, stoppt. Mountain Climber. On and off the beat. Halbe Minute. 15 Sekunden Pause. Die sind gleich weg. Geh nach hinten. Schieb dein Gewicht vor. 5, 4, 3, 2, go. Mega. Lass den Popo tief und spann den Bauch an. Schau auf dein Step und versuch, so wenig zu schwanken wie möglich. Es ist nicht einfach nur Knie zu Brust. Es ist Core-Arbeit. Du siehst hier, absolut, ja. So geht's genauso. Du kannst auch tappen. Was du nicht machst, wie immer, stoppen. 3 Sekunden. 2, 1. Spring ran, komm hoch. Erster Block von 3. Block Nummer 2. In 15 Sekunden geht's weiter. Unser U. Ich starte zu dir dieses Mal. Okay. We shake it, break it, make it bounce. 3, 2, 1. And rock. Jetzt schau, wie es dir geht, wenn du schneller und länger versuchst. Die Arme sind völlig zweitrangig hier. Ja, lass sie locker hängen. Konzentrier dich auf die Beine. Gib Gas. Komm nach vorne, komm zurück.
Agility. Geschwindigkeit. Hey, was geht auf? Das. 4, 3, 2, 1. Hold. Bring your booty down. Mountain Climber. Für 30 Sekunden. Komm tief. Schieb das Gewicht nochmal vor zur Schulter. Wir gehen. Boom, 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 boom. Hört ihr das? Knie vor, vor, vor. Mit dem Beat, let it rock. Du spürst deine Schultern, ja? Spürst du die Bauchmuskeln? Spürst du den Puls? Komm, 4, 3, 2, hold. Schwitze. Set 3. Ich mag den Beat, das ist gut. 5, 4, 3, 2, 1, go. Das Wichtigste ist, dass du nicht aufgibst. Wenn du so ermüdet bist, dass du eine Pause brauchst, nimm sie dir. Jede Option, jede Wiederholung zählt. Es ist immer ein Ergebnis, solange du dich bewegst. Komm, keep moving. Go. 5 Sekunden. Stoppt. Yes. Die letzten Mountain Climber. Zieht nochmal durch. Die nächste Pause kommt. Pausen kommen immer. Könnt ihr euch immer drauf verlassen. Geht tief. Popo tief. Run. Yes. Komm. Vielleicht möchtest du ja zum Schluss eine kleine Challenge. Vielleicht kannst du mal kurz schneller sein als der Beat. Kick den Beat durch. Links, rechts. Wir haben's gleich. Wie lang noch? 5 Sekunden. Stopp hier. Wir haben's geschafft. Erstes Tabata von 2. Atme kurz. Das Ziel vom Tabata ist schnell ermüden und das tun wir, oder? Ja, ja, voll. Dies sind die kurzen Pausen. 30 Sekunden. Erste Übung, 4 Speed Taps, ein Jump. 4, 3, 2, 1, down, up, down. Übung Nummer 2, reden wir, wenn es soweit ist. Sollen wir schon? 4 Speed Taps, ein Jump. Ich brenne, let the fire burn, go. 4, 3, 1, down, up, down. 4, komm. Drück dich hoch. Option. Gut, dass du fragst. Das sind 4 Taps und ein Lift. Und ihr dürft die verwenden. Gut, noch oder 10? Oh! Es sind jetzt noch 5. Jetzt ist aus. Jetzt ist Schluss. Schnauf durch. 15 Sekunden Pause. Move Nummer 2. Burpee. Mit Jump, ohne Jump, mit Burpee oder ohne. Squat ist deine Option. Gemma. Wir beugen dich tief, ja. Starte im Squat. Bring den Po zurück und tief. Geh in eine Plank. Beug deine Knie, wenn du startest und wenn du landest. Komm. Back in. Back in. Ihr habt's gleich. Tick-tack. Stoppt. Wir machen's nochmal von vorne. Okay? 4, 3, 2, 1, down, up, down. Ja! Atme. Recover. Und do your thing now. 4, 3, 2. Möchtest du mehr? Schau mal. Butt Kick, wird klar. Bleib wo du bist oder
kick den Po. Come. Reach up. 10 Sekunden laufen. Einmal schafft man noch, oder? Ja, klar. Komm. Stopp jetzt. Ready for burpees. Kannst du nicht. Let's go down! Nimm das Tempo raus. Wenn du das Gefühl hast, der Weg nach unten tut dir nichts. Du kannst zweimal im Squat pulsieren und kommst wieder hoch. Double Squat und wieder hoch. Alles geht. Nur nicht aufhören. 10 Sekunden, komm. Nur noch 5. Einer noch, komm. Stopp hier. Ein Set und Tabata ist out of here. Und war nie wieder gesehen. 4 Taps und die Jumps. 3, 2, do it. Kannst du den Butt Kick? Probier's. Es geht besser als du denkst. Komm hoch. Tap dein Step. So schnell du kannst. Leichtfüßigkeit. Agility. Schnelle Wechsel. Oder etwas langsamer, etwas weniger intensiv. 5 Sekunden. Komm. Letzter Kick. Und stoppt. Yes, yes. Shake it until you bake it. Burpee. Let's start. Geh mal tief. Yes, we do. Vielleicht hört ihr mich atmen. Heavy breathing included. Zieh weiter, weiter. Immer weiter. 10 Sekunden. Mehr Gas. Nutz es. Nutz jede Sekunde. Letzter Burpee. Stopp. Done. Gut. Trink was, oder nicht? Kleinen Schluck. Unser Ziel. Atemlos. Am Ende vom Set. Durch die Nacht und durch den Morgen. Kicker. 3 Übungskombis. Keine 4 mehr, nur 3. Schauen wir mal, wie es uns geht. 40 Sekunden on, 20 Sekunden off. Jetzt muss ich hart überlegen. So. 4 Jump, aber keine Buttkicks mehr. Ja, 4, 3, 2, 1. Die waren da vor. Wolltest du die noch mitnehmen? Nein. Ich hab gedacht, 8, 7, 6. Shuffle, ja? Ja. In der ersten Runde. Sind wir soweit? Ja. 40 Sekunden. Jumps on and off. 3, 2, 1, let's go! 4, 3, 2, shuffle. 8, 7, 6. 4, jump. 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6. Ihr macht weiter. Ich erkläre euch, um was es geht. Der ganze Fuß landet auf dem Step. Das ist wichtig. Du beugst die Knie aber nur leicht. Spann den Bauch an. On and off. Im Shuffle. Richtest du dich aus und spannst den Bauch an. Du löst die Ferse. Die letzten 5 Sekunden. Komm. Und wir haben's. Hold. Set 2. Schaff dir ein bisschen Platz nach vorne. 1 Meter ungefähr. Ihr habt jetzt 20 Sekunden Pause, ihr schaut. Lande im Squat, geh tief, burpee in, burpee back und bounce back. Schau es dir nochmal an, wir starten jetzt mit der Übung. Jump, lande tief, burpee back, burpee vor und bounce nach hinten. Dann startest du wieder, sink tief, back in und bounce back. Weiter Weg nach vorne und die Knie beugen. Es ist ein Squat Jump.
Der Popo geht tief. Du kannst den Burpee wandern, du kannst ihn aussitzen. Du kannst auch gleich zurückbouncen. Aber beweg dich weiter, einen machen wir noch, komm. Bounce back. Oh yeah. Cool. Drittes Set. Ist gut, ja? Selbes Set wie letzte Woche. Split Jack und Run Back. Weil ich mich nochmal wie ein Footballer fühlen will. Football war das, Football. Genau. Ich hab's ihm nicht gezeigt. Perfekt. Nee. 4, 3, 2, 1, go. 2 vor, Split Back. Nur 2. Jump vor. Okay. Oder 3 oder 4. Du entscheidest, so wie es am besten passt, von der Länge mit dem Step. Wichtig ist wieder, out, in, run it back, back. Knie bleiben gebeugt, da ist Spannung. Yeah. Stop. Shake it till you break it. Fake it till you make it. 10 Sekunden. Run it. Run it, run it! Stoppt! Das mag ich. Machen wir es nochmal? Ja. Wir machen es nochmal. Es geht. Letzte Runde. Das kann ich. Try set. 4 Jump. 8 Shuffle. Ready? Ja. Yes! 4. Shuffle. Ferse lösen. 5, 6, 7, 8. Nutz dein Tempo. And shake it, shake it, shake it, shake it. 8, 7, 6. Bauch bleibt fest. Atme dir. Schneller als sonst. Hoffentlich. 10 Sekunden. Letzter. 8. Gerade so. Jump vor. Burpee back. Burpee in. Komm hoch. Und bounce zurück. Atmet. 5 Sekunden habt ihr noch. Let's go. Back in stehen. Bounce. Sing tief. Go. Du entscheidest, wie schnell. Du entscheidest, wie viele. Ich entscheide, wie lange. Komm. Sink. Back in. Und bounce. It out, go. Why am I the designated driver? Bin immer besser. Ready for the ride of my life. Check. Ask me anything tonight, 'cause I'm a liar. Run. The kind of girl that check. Doesn't think tonight I'm letting go. Tonight I want it all. Wir sind kurz vom Breakout. Ich weiß, es ist schon ausgebreakt. We're letting go. Up on your step, go. Run, run! Du hast die Gewissheit, dass es die letzten Sekunden sind. Letzten 40 Sekunden. Wie willst du aufhören? Wir wollen immer gut aufhören. Ja? Das Maximale rausholen. Go, 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 go! Run! Für 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vorbei. Trink was. War cool, sagt Körper. Schnauft und hört zu, was da kommen mag. Ja, nee. Geht einmal ein bisschen rum. Ja, genau. Wenn ihr trinkt was, das war eine harte Nummer wieder. Wenn ihr Scheiben habt, wir machen noch eine kurze Runde im Stehen, damit wir nicht so hochpulsig runter auf den Boden kommen. Und dann machen wir noch ein schönes Bauchtraining. Einen schönen Bauchtraining. Das würde ich dir mal glauben.
Ihr könnt leichtes bis mittleres Gewicht nehmen. Ja. Ja. Wieder erholt, wieder da. Ich bin noch nicht erholt. Wie geht's dir? Ja. Okay. Also stehhüftbreit. Ellbogen an die unteren Rippenbögen. Jetzt machen wir mal einen simplen Bizeps Raise. Hoch, hoch. Aber ich hätte gerne die 90 Grad. Zwei Seiten hoch, oder? Ja. Oh ja, da kann man schon zweieinhalb Scheiben nehmen, ja? Wir arbeiten aber langsam. Nehmen den Squat mit. Zwei Seiten. Tief, tief, hoch, hoch. Ist das too much, ja? Scheibe weg. Leichteres Gewicht. Ja. Bleib dabei, mach eine Runde länger so. Der Puls soll hier runter, das tut er auch. Das merkt ihr, wenn ihr jetzt zum Schwitzen anfangt. Ich schwitze die ganze Zeit. Achso, einmal noch. Steh hüftbreit, Ellbogen eng, langsamer Lunge im Wechsel. Langsamer Lunge im Wechsel. In der nächsten Runde nehmen die Arme mit. Zieh hoch, Fingerspitzen schauen sich an. Probier's nochmal, zieh hoch. Zack. Jetzt sind wir da. Zwei Zeiten. Die Spitzen schauen sich an. Ziehen Ellbogen wieder auf guter Höhe. Kennst du den McRae, Franzi? Ja. Versuch mal den McRae, ja? Hoch. Rotier, Mitte, out. Hoch. Ellbogen hochziehen. So. Eine kurze Runde, um den Rumpf und die Arme mitzunehmen. Dann. Schieß den Bogen. Jetzt. Zack. Ellbogen hinten hoch. Hüfte parallel bei uns. Ich finde den cool. Hier geht's dem Puls, der sinkt trotzdem, gell? Eine Runde länger. Check den Lunge. Runter Knie. Runter Knie. Wenn die Arme nicht mehr gehen, mach eine Pause. Das ist okay. Einmal noch. Cobra Curl. Slow. Und dann komm hoch. Jetzt bringen wir es wirklich runter, das Ding, gell? Arme höher als dein unterer Rücken hinten. Und bist du hier noch mehr, mach die Arme vorn lang. Geil. Spannung auf die Zehen, wenn ihr möchtet. Spann die Wade mit an. Ja, einmal mehr. Das war's. Scheibe ab. Locker dich ein bisschen aus. Habt ihr eine Matte? Dann holt sie euch jetzt. Puls ist besser jetzt, oder? Ja. Etwas, gell? Wir machen eine schöne Runde. Rumpftraining. Komm in eine Liegestützposition. Knie außerhalb der Hüfte, Zehenspitzen in den Boden. Single Push-Ups. Up and down. Könnt ihr auch einen Step machen, ist klar. Bauch bleibt oben. Brust geht tief. So, jetzt komm mit deiner rechten Hand. Eine Hand breit vor. Ihr könnt, wenn ihr auf dem Step seid, eine Hand runter vom Step bringen. Kannst du machen, ja? Kannst du machen. Hat man letztes Mal schon so ähnlich. Tausch die Hände aus. Komm zurück. Linker Arm vor. Zieh den Bauchnabel ein. Noch vier. Drei. Zwei, einer. Komm in den Hover jetzt. Ellbogen unter die Schulter. Geht es auf den Step? Auf den Knie oder auf den Zehen, wenn ihr das möchtet. Jetzt gib uns einen Knee Drop. Rechts, links, Knie, Boden. Tief, 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 tief. Wird das too much für deine Schulter? Bist du hier? Halt es ruhig. Sehr schön. Jetzt haben wir eine kleine Kombi. Knee Drop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jetzt möchte ich einen Firefly. Zieh das Knie zum Ellbogen und zurück. Andere Seite. Knie zum Ellbogen. Zurück zu den Drops. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, lass den Oberkörper ruhig. Ellbogen, Schulter, eine Linie. Fantastisch. Po unten halten. Nutzt die Option. Kurze Pause auf dem Knie halten. Versuch auf dem Firefly auf dem Knie. Auf. Hier, völlig okay. Einmal mehr. Ein Set schaffen wir noch. Komm, 8, 7,
6, 5. Blick auf die Hände, kontrollier dich. Firefly. Zieh. Andere Seite, zieh. Rückenlage, dreh dich um. So schnell du kannst. Roll nach unten ab. Bring die Knie über die Hüfte. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Alle da? Ja. Okay. Schieb die Beine langsam vor, vor, unter Bauch jetzt. Vor, zurück. Vor. Wenn du merkst, der Druck im unteren Rücken wird zu viel, schieb die Beine etwas höher. Das ist in Ordnung. Einmal noch. Komm in den Sea Crunch. Pulsier. Hoch, 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 hoch. Jetzt möchte ich 4 Sea Crunch, einen Knee Drop. 4. Schau mal, zieh dich lang und komm zurück. Okay, bleib hier, pulsier. Wenn du willst, mach die Arme lang. 3, 2, 1. Zieh dich lang. Nächster Level. 2 Knees. 4, 3, 2, 1. Schau mal. Out, in. Out, in. 4, 3, 2, 1. Nutz die Option mit Franzi. Gut. Und jetzt löst dein steifes Bein. Out, in. Out, in. Eine Runde. Go. Wie geht's euch? Schnappt den Fuß. Halbzeit. Bin ich um. Selbes Spielchen von vorhin. Ellbogen unter die Schulter. Optional für den Knee Drop könnt ihr auch von unten nach oben arbeiten. Okay? Gut. Wenn ihr soweit seid, steigt ein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Firefly. Zieh das Knie zum Trizeps jetzt. Zum Trizeps. Schultern nach hinten ziehen. Und die Knie berühren nur ganz leicht den Boden. Nicht absetzen. Knie hoch. Knie halten, zurück. Knie halten, zurück. Eine Runde mehr. Wow. Wie geht's dir? Versuch mal, den Bauchnabel einzuziehen und die Rippen zusammenzuschieben. Back. Wir haben noch 2 Sets, okay? Zieh es durch mit uns. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zieh das Knie hoch. Zurück. Einmal noch. Ein Set noch, Franzi. Yeah! Super gut. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zieh. And back. Zieh. And back. So schnell ihr könnt. Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Wo seid ihr? Hier sind wir. Alle Rückenlage pulsier. Erinnere dich an die Kombi. 4 Sea Crunch, ein Knie. Los geht's. 4, 3, 2. Lass dir Zeit. Check, wie tief deine Beine gehen. Okay, Puls hier. Blick nach unten. Optional wieder mit dem Franzi. Lang. Jetzt nimm dein Steißbein mit. Hoch, 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 hoch. Nächster Level. Lang ziehen. Oh, Schultern weg. Unterbauch mitnehmen, Steißbein lösen. Okay, und jetzt kommt die Super Challenge. Zweimal die Beine. Schieb sie zweimal vor. Jetzt. Out, in. Out, in. Oh! Gott, oh Gott! Bremst jetzt sehr. 2 Runden. 4. Oh, Burning in die Bauchmuskeln. Ich zahl's dir jetzt gerade ein bisschen heim, Franzi. Merkst du? Ja, ich leide. Letzte Runde. Ja. So, Ferse, Arm, Po, ihr wart sehr brav. Bring dein Becken hoch. Spann am Po an. Zwicke, liege nur noch auf den Schulterblättern. Bisschen was für den Rücken auf. Und dann komm einmal tief. Öffne. Und dann komm tief. Öffne. Tief heißt, dass ihr den Po nicht ablegt. Ja, kein Zerputz. Push dein Becken mehr nach oben. Auf und zu. Eieiei. Zwick den Po so fest, wie du kannst. Beckenboden aktivieren. Eine Runde ins Ziel. Das Gute an der Sache ist, dass wir hier die Bauchmuskeln entlasten und ein bisschen dehnen. Merkst du was? Ja. Ja. Wunderbar.
Stopp oben, roll und nach unten ab. Wirbel für Wirbel, sonst durch dein Steißbein. Schnapp dir den Fuß. Dürfen wir noch ein bisschen, ja? Okay, sie sagen nichts. Rücken, Rücken. Schau mal. Diagonalpointer, rechts, links im Wechsel. Zieh dich lang. Könnt alles auch ein bisschen zu der Erholung mit dazu, ja? In die Diagonale. Out, Seite, Mitte, ab. Out, Seite, Mitte. Bauchnabel einziehen. Den Rücken noch mal ein bisschen mitnehmen. Für diese Workouts braucht ihr eine starke Rückenmuskulatur. Zweimal noch. Einmal noch. Letzte Move. Bauchlage jetzt. Bring deine Fersen zusammen. Hände zusammen. Du kannst die Stirn ablegen, aber schau, was kommt. Kleine Kicks nach oben. Hoch. So, Oberkörper ist ruhig. Fersen presst du zusammen. Oberschenkel Rückseite hoch. Bauchnabel weg von der Matte ziehen. Und die letzten. 4, 3, 2, 1. Löse. Komm zum Sitzen. Ich denke, wir sind durch. Ja. Wir sind durch. Ja, super. Wir sind durch. Wir haben fertig. Ich übergebe wieder. Ich sag nur noch danke, danke dir. Gut geschwitzt wieder. Völlig am Ende. Und wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch ins Schwitzen gekommen seid. Gebt uns gerne wieder Feedback. Das finden wir gut, gell, wenn ja, was kommt. Dann wissen wir, was wir tun sollen. Was wir anders machen sollen, was wir wieder machen sollen. Und dann dürft ihr jetzt gleich noch Yoga genießen. Das ist perfekt jetzt. Oder was auch immer ihr noch braucht. Macht euch einen schönen Tag, bleibt positiv, wir denken an euch, wir vermissen euch. Und bleibt dran. Bis bald. Ciao. Tschüssi.